Das mit den Trainerwechseln haben die Bochumer in diesem Jahr auch schon reichlich durchgespielt. Ernst Middendorf durfte anfangen beim VfL. Es ging auch richtig gut los mit Platz 2 und Platz 1 in der Tabelle. Es folgte dann aber der Rausch runter auf Platz 15. Und dann musste Ernst Middendorf gehen. Es wurde Amateurtrainer Bernhard Dietz zum Chefcoach hochgelobt. Der hat aber von vornherein gesagt, Freunde, egal was passiert, in der Winterpause bin ich weg. Er hatte Riesenerfolg, hat sich nicht umstimmen lassen, ist konsequent geblieben. Jetzt also der dritte Trainer in der laufenden Saison in Bochum mit Katze Ralf Zumdick. 7 Jahre lang war er Assistenzcoach, jetzt darf er endlich ran, obwohl er schon ein bisschen geschmollt hat, dass nach der Entlassung von Ernst Middendorf er nicht sofort die erste Wahl war. Beleidigt sein hilft jetzt nichts. Leistung muss her und er hatte heute die erste Chance zu zeigen, dass er es auch als Chefcoach drauf hat. Zu Hause im Ruhrstadion gegen Hannover 96. Alles weitere von Holger Pfand. Er ist ein eher zurückhaltender Typ, einer, der die leisen, die sachlichen Töne bevorzugt. Ralf Katze Zumdick von 19 Jahren, 1981 also kam er zum VfL Bochum, hat den Verein nie mehr verlassen. Heute könnte ein großer Tag für ihn werden. Unterstützung gab es reichlich. Der Gast aus Hannover in Rot. Ballverlust von Posavec hier und Delron Buckley spielt seine Schnelligkeit aus gegen Carsten Linke. Und Bastian Reinhardt kann ihn soeben noch stoppen mit diesem ersten Sololauf. 7. Minute war das. Der Südafrikaner Buckley hatte sich vor einer Woche einer Zahnoperation unterziehen müssen. Bis vor 2-3 Tagen war gar nicht klar, ob er heute würde auflaufen können. Es tat dem VfL sichtlich gut, dass er mitwirken konnte. Überhaupt der VfL von Zumdick eingestellt, mutig und zielstrebig in der Anfangsphase. Schintilort und Baschdörk mit dem Doppelpassversuch. Weber auf Michael Bemben. Er macht ein gutes Spiel auf der rechten Außenbahn. Bleibt hier auch am Leder nochmal Sebastian Schintilort. Buckley, der schoss sich so langsam warm. Der pfeilschnelle Stürmer des VfL. Aber das Toreschießen hat er eben nicht erfunden. Der Delron Buckley bislang erst 2 Saisontreffer, aber hier war es schon recht nah dran. Immer noch 0:0, 15.000 Zuschauer beobachteten das Debüt von Ralf Zumdick. Wenig war von Hannover zu sehen, sehr wenig, was der Tabellenneunte aus Niedersachsen in den ersten 20 Minuten bot. Peter Peschel, Bochum in dieser Phase wesentlich besser. Wieder Delron Buckley. Ja, irgendwas musste er in seinem Leben verkehrt machen, dass er immer nur ganz knapp vorbeischießt, aber eben selten mal rein. Wunderschön gemacht vom Linksfüßer. Und da fehlte wirklich nur ganz wenig. Endlich mal der Gast aus Hannover. Eckstoß für die 96er. Rein van Dijnhoven im Kasten. Hat ein bisschen Glück hier, dass Bastian Reinhardt in der 26. Minute die erste Gelegenheit der 96er ausliest. Branko Ivankovic, 5 der letzten Spiele. Daran gab es nur einen Sieg für die 96er. Also die Bilanz von Hannover vor dieser letzten Hinrundenpartie nicht so gut. Freistoß Kreuz. Stickrot klärt zunächst einmal. Aber die Gäste bleiben am Leder. Stefuji. Carsten Linke mal ganz vorne. Und nochmal Markus Kreuz. Der U21-Nationalspieler unter den Augen seines Nationaltrainers Hannes Löhr. Mit einer, sagen wir mal, durchwachsenen Leistung. Hier mit einer guten Möglichkeit. Die Partie blieb auf gutem Niveau. Und aufmerksamer Beobachter im Hintergrund, Bernhard Dietz. Er hatte Zumdick dem VfL ja empfohlen. Wir sind immer noch in den letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit. Jetzt kam Hannover plötzlich besser ins Spiel. Daniel Stendl sieht Goran Milovanovic. Parade von seinem Torwart, von Rein van Dijnhoven. Thomas Ernst ist ja verletzt. Wir sind in den letzten Minuten vor der Pause. Nochmal der VfL über den für mich überragenden Delron Buckley im ersten Durchgang. Schüttelt Stefuhl ab. Buckley, gutes Auge für Peter Peschel. Der spielte auffällig heute. Peschel, was für ein Hammer, 3 Minuten vor der Pause. Wunderschöner Schuss und sein 7. Saisontor. Genau diese Nummer trägt er ja auch auf seinem Trikot. Mutig von Peschel gemacht. Und da geht der Ball, springt ein bisschen hoch, springt ihm genau auf den Schlappen. Keine Chance für Jörg Sievers im Kasten von 96. 1:0, verdiente Führung für die Bochumer. 3 Minuten vor der Pause. Seine Reaktion. Ja, noch verhalten, aber jetzt. Helge Schneider hat schon gesagt, ja, das macht die Katze froh. 1:0,
Wir sind trotzdem noch im ersten Durchgang. Wieder Peter Pesche. Da war Jörg Sievers noch dran bei diesem nächsten Kracher, nur 3 Minuten nach dem Führungstreffer. Der Eckball indes brachte nichts ein, aber diesen Freistoß schauen wir uns noch mal an. Es wäre beinahe das 2:0 gewesen. Ein verdientes 1:0 also zur Pause für den VfL Bochum in einer interessanten Begegnung. Wir sind gleich mit der zweiten Halbzeit zurück hier im Ruhrstadion.